Oh mein Gott, da kommt's! Was? Kinder! Mensch, hey, was geht bei euch ab? Wir machen da jetzt ein Case-Opening. Ich bin schon richtig aufgeregt, weil jetzt live muss ich ja mindestens 20 Messer ziehen, sonst wird's ja nichts. Das lohnt sich ja nicht für euch zuzugucken. Okay, Harold, hello. Wer ist denn das da in der Kamera? Ah! Es ist ziemlich hell, ich weiß. Also ich habe nach wie vor mein Atomkraftwerk im Garten stehen. Was ganz Besonderes auch, das ist ausschließlich mit eurem Geld jetzt entstanden, ne? Mit dem Geld, das ihr gespendet habt. Die Spender stehen hier unten drin, ne? Und da im Stream auch. Ja. Ja, merkst du was? Also, wir haben mindestens drei Knives in dieser Kiste. Los geht's. Drei Knives. Drei Knives. Komm schon. Und da sind sie schon. Was ein Scheiß, Mann. Die hab ich doch schon. Ich hab die verschissenen Beretta Dual Kack Kartell gezogen, die ich schon mal hatte. Auf Achtung. Komm schon. Knives. Ihr müsst alle die Daumen drücken. Ihr seid zwar nicht direkt live, aber schon so 20 Sekunden nur dahinter. Was ist das für ein Kack? Stat Track. Okay. Naja, okay. Ich sag's mal so, Stat Track nehme ich auf jeden Fall. Oh, guck, wie schick die ist. Oh, ich werde nur noch Mac 10 spielen. Dann machen wir eine Chroma 1 auf und danach noch eine Chroma 2. Fail eröffnet eine Shadow Case. Was habe ich? Oh Gott, bin ich behindert? Warum habe ich eine Shadow Case gekauft? Hilgert, wenn es jetzt kein Knife ist, komm ich zu dir. Bist du bereit? Los geht's. Oh, Knife, Hagel in mein Gesicht, Knife. Hört sich leicht komisch an. Und da ist es auch schon, das Knife. Vielen Dank. Oh, eine AK-47 Elite-Bild. Die Elite-Bild ist doch recht beliebt, oder? Also wieder was Gutes für ein Giveaway. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Wenn ich richtig zähle. Oh, Bomsebienchen. Hallo, vielen Dank für deinen Follow. Ja, Hilger, das ist kein Knife. Du sagst es. Was hast du mir da geraten? Na, Quatsch. Komm, wir machen jetzt die scheiß Shadow-Kiste auf. Unlock Container. Öh, hab ich viele Shadow-Kiste. I'm a fuck it. In der letzten ist das meiste Knife drin. Das größte Knife. Ja. Ich will die Shadow-Daggers. Komm. Oh, gute! Die kommen mir noch stark bekannt vor, die habe ich schon. Aber die ist ziemlich schick. Also wir Gamer, ja, also wir Gamer finden sowas ja sehr toll. Ich weiß nicht warum, aber die Leute, die in Black Ops 2 besser als ich sind, sind meistens besser. Harold, das ist oft, also ist mir auch schon aufgefallen. Auch bei Counter-Strike, also da lässt sich nicht drüber streiten. Oftmals sind die Leute, die besser sind als ich, auch besser als ich. Das wird wahrscheinlich irgendwie am Wind oder sowas liegen, Tagesform, man weiß es. Und warum habe ich keine Chroma 1 Kiste? Liegt an deinem Rank, musste Global sein. Sagt der Hilgert, wech, der unter Silber 1 ist oder so, Hilgert, ne, so wie ich dich kenne. Und los geht's! Wow, die Fahrt ins Glück beginnt! Mindestens ein Messer. Komm schon! Guck mal da, so eine Pole Position. Also die ist nicht schlecht, die Pole Position, die habe ich auch gerade vorhin im Giveaway weggegeben. Und schon habe ich wieder eine. Genau, Hilgert ist Holz 4. Und Holz 4 ist weit davon entfernt, irgendwann mal überhaupt Silber zu sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir haben 5 geöffnet und wir haben uns gesteigert. Kacke, Mittelkacke, ein bisschen bessere Kacke, weicher Stuhl und sehr flüssiger Stuhl. Was? Die machen wir jetzt, ob es mir egal, was passiert. Seid ihr bereit, ihr Nudeln? Ich mach kurz meine Finger hier hin und mach so. Okay, seid ihr bereit? Los geht's. Komm schon. Knife! Knife! Wo ist das Knife? Ich meine, die AK Jaguar. Das ist doch der Jaguar! USPS Blood Tiger. Okay, sie sieht wirklich nicht so übel aus. Aber schon kacke. Also schon ziemlich kacke. Factory New, bestimmt 1 Trilliarde Euro wert, Leute. Ich verkaufe sie mal direkt. Die ist 1 Euro wert, oder was? Halt, nee, hier steht Stat Track. Habe ich den Stat Track sogar? Oh, Leute. Ich glaube, wir haben heute einen dicken Gewinn gemacht. Eine Revolverkiste machen wir auf. Was ist da für ein geiler Scheiß drin? Oh. Oh. Konfigurieren. Oh mein Gott. Synth 017 oder Synth-Theo 017. Hallo! Ich mach kurz meine Webcam heller, falls ihr euch wundert, weil ich. Oh, guck mal, wie hübsch ich auf einmal bin. Case. Oh mein Gott, Blackbook.de! Dankeschön für dein Follow. Dieses Case-Opening ist komplett von euch gesponsert. Durch euer Geld ist das entstanden. Und ja, weiter geht's. Das Giveaway ist jetzt gerade. Cerberus. Auf YouTube gibt's ein Giveaway gerade. Auf meinem Kanal. Alles übrigens mit Rothwell zusammen. Also Rothwell hat mir diese Atomic Alloy, spendet sie praktisch. Du hast so viele Kisten, da musst du ein Knife ziehen. Ja, irgendwann muss ich ein Knife ziehen, aber da habe ich auch 1 Trilliarde Euro auszugeben, wenn es nicht 2 sind. I now give you the... Oh, thanks for the life, Knack. Luck. Okay. I'm gonna get this rare special item. Oh, thanks for the follow. Okay. Okay, wartet, ich mache es gleich auf. Ich habe bei meinem Namen YC vertauscht. What are you talking about? Was? Okay, ich mache jetzt die Kiste auf, Kinder. Seid ihr bereit? Knife, Knife,
oder irgendwas. Ich weiß nicht, was das Special Item ist. Vielleicht Döner oder so. Wow, Xenia, danke fürs Follow. Und es ist eine verschissene Tessanigel. Fuck, Mann. Na, guck sie dir an, wie behindert die aussieht. Du kannst... Also, es geht eigentlich. Kann ich vielleicht einen Blinden für 30 Euro verkaufen, ne? Zack. Phoenix, alles klar. Haferlix, vielen Dank für deinen Host. Du Horst, ne Quatsch, du Guter. Dankeschön. Ihr wollt eine Phoenix-Kiste und dann eine Wildfire. Also zwei Phoenix und noch eine Wildfire. Okay, bin ich dabei. Phoenix, wo seid ihr? Phoenix. Operation Phoenix. Öffnen. Kaufen. Bestätigen. Abwarten. Und jetzt wird geöffnet, was das Zeug hält, Männer und Frauen. Auf los geht's! Knife, da kommt schon. Ich mach kurz die Augen zu, okay? Achtung, ich zieh kurz durch. Was? Warum ist das eine verschissene Sandscheißwaffe? Was bringt ein Knife, ist doch gar nicht effizient für den Krieg. Das stimmt. Wer mit dem Messer zur Schießerei kommt, ja, hat oftmals doch ein Loch im Pelz. Nackte Knife! Ich muss es kurz anfassen. Okay, komm schon. Oh mein Gott, da kommt's. Was? Scheiße! Guckt euch das an, wie knapp wir an dieser wunderschönen Bummes vorbeigegangen sind. Haferlix, vielen Dank für den Euro. Hier der versprochene Euro vom letzten Video für deinen einen Stern. Dankeschön. Oh mein Gerd. So knapp an einer wunderschönen Waffe vorbeigeschraubt. Für eine Waffe, die aber auch nicht schlecht aussieht. Leicht belastend, ne? Es war schon... Hallo Zombie HD. Es war schon leicht belastend. Ihr habt es gerade eben gesehen, ne? Wir waren doch sehr nah an dieser AWP. Also ich sag mal, so. Aber die ist auch nicht schlecht. Komm, Minimalware ist bestimmt auch gute 1000 Euro wert. Wir gucken mal kurz rein. Das seht ihr nicht, das Overlay, ne? Ich sag euch mal kurz, was die wert ist. Achtung, oh mein Gott. 60 Cent. Ich geh mal Kaugummi kaufen. Die AWP wäre 20 bis 80 Euro wert gewesen. Die war sogar im Stat-Track. Und ich habe von hier gesehen, dass die war mindestens Factory New. Wenn nicht sogar gerade noch am Bauen. Die wird gerade hergestellt, also sehr, sehr teuer. AWP Elite-Build im Stat-Track, Factory New und Knife, das drinsteckt. Kommt jetzt. Warum dreimal die gleiche Waffe? Was ist das für eine Scheiße? Komm schon, irgendwas Gutes. Was? Nein, schon wieder die Scheiß-Kartell. Leck mich am Ärmel, Mann. Diese verfickte Kartell. Hey, ho, Teddybär. Perfekte Scheiße, Mann. Aber so manchmal muss man halt auf den Tisch massieren. Dazu muss man fest auf den Tisch schlagen. Oh, Kinders, eine geht noch. Okay, jetzt wollen wir es aber echt wissen. Und wenn das wieder nichts ist, dann... Ich will jetzt nicht ausrasten. Weil wir müssen danach... Also ich will danach schon noch eine Runde zocken. Entweder ne, Matchmaking oder gemütlich mit euch. Und ich will dann nicht einfach so belastet sein. Gucken wir mal. Dann rast... Nee, das kann nicht sein. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas behämmertes. Und da war gerade was Rotes. Oh, ja gut, die nehme ich auch. Ja, die nehme ich natürlich auch. Oh, schick. Die ist nicht schlecht, oder? Hopp, mach sie jetzt nicht so runter. Lass mich doch ein bisschen... Ich will mich so ein bisschen freuen über so Sachen. Hey, Purple! Also, wir haben immerhin das Stat... Wow, Pix95, vielen Dank für dein Follow, Junge! Wir haben immerhin das Stat-Track gezogen und sonst... Scheiße. Zweimal die Kartell. Also, ich könnte mir wirklich den Daumen abschneiden mit irgendwas, womit es ganz schwer ist. Mit zwei Wattestäbchen zusammendrücken, bis er abfällt oder so. Fuck, Isoru, vielen Dank für dein Follow. Leute. Hä? Und... Oh, was war das? Anonym Beats, vielen Dank für dein Follow. Wann machst du eigentlich einen Stream? Im Moment, Harold. Gefällt euch doch, hopp. Guckt es euch mal kurz an. Guck mal, das ist mit so einem Auge und mit so Federn oder was das ist, keine Ahnung, mit Peacock-Federn. Die Mac-10 Rangin ist eher eine Zumutung als ein Geschenk. Hilgert, soll ich dir mal den Hosenboden versohlen? Die ist doch wunderschön. Ah, die Pip-Boy, ja? Soll ich an... Nee, ich kann jetzt nicht anziehen. Aber da hinten steht, da könnt ihr sehen. Nee, ihr könnt nicht sehen. Komm, ich gebe mal kurz an, okay? Oh. Oh Gott, er ist voll eingestaubt. Look at this. Das ist mein Pup-Boy. Und das kann man aufmachen und so, weißt du? Dann kannst du jemanden damit schlagen. Ins Gesicht. Und ja, da kann man halt sein Handy reinmachen, ne? Und das mit der Xbox verbinden. Ihr wisst schon, hat mal so ein Pup-Boy. Purer Neid. Ja, Haferlix ist natürlich, ja. Und das muss ich, da muss ich meinem kleinen Weibchen auf jeden Fall danken, denn... Dankeschön für deinen Host. Ich wollte das Teil unbedingt haben. Wahrscheinlich so unbedingt wie du. Und ich habe es aber nicht gekriegt, es war einfach zu spät. Und auf einmal sagt meine Freundin, ich habe was für dich. Und da steht so ein riesen Karton. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Das war noch original, also das war noch nicht mal gebraucht. Das war noch eingeschweißt. Keine Ahnung. Dann packe ich das aus und bin voller Freude. Das war in so einer riesigen Kiste, die hier irgendwo steht. Wo ist sie denn? Ah, die steht im Wohnzimmer als zur Dekoration.